So, weiter geht's zum blauen Kristall, der ja hoffentlich hier gleich war. Ach, gleich ist gut. Diesen ganzen doofen Gang lang. Ich hoffe mal, dass die Gegner nicht respawnen. Aber für den Fall können wir ja schon mal Zauber verbreiten. Lalala. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß, es ist offensichtlich, aber das ist nicht gut. Und jetzt müsste noch ein Ogre auftauchen. Oder man findet einfach den Schalter und geht durch. So, ich höre den blauen Kristall schon. Da in der Mitte war er. Bei unserem Rammschlager. Klick. So, machen wir kurz das Level ab. Beim Dieb. Oh ja, er kriegt jetzt Quick Strike, also schneller angreifen. Dann kriegt er nächstes Level ab 2 mehr Stärke und das Level ab drauf verbesserte kritische Schaden. Doppelte Chance für einen kritischen Schaden. Das klingt echt nicht schlecht. So, geradeaus. Und jetzt wieder diesen nervigen Gang lang. Ja, so ein Zauber der Geschwindigkeit erhöht, also Laufgeschwindigkeit, wäre echt praktisch. Obwohl das ziemlich durcheinander wird, weil das Spiel merkt sich ja, welche Tasten man gedrückt hat. Und wenn man dann zu schnell läuft, dann läuft man irgendwo falsch und tockert dann ganz oft gegen die Wand, was dann einfach nur affig aussehen würde. Darunter. Aber ja, allgemein bei Zaubern könnten sie noch sehr viel cooles Zeug bringen. Als Zauber wie bei Dungeon Master, dass man Fußspuren auf dem Boden sieht, dass man weiß, wo man schon mal war, wenn man keine Minimap benutzt zum Beispiel. Oder Teleporterpunkte setzen, wo man sich hin und her teleportieren kann, das wäre schon cool. So, zweiter Schlüssel. Wir hätten vielleicht erst die Gegner auf der anderen Seite töten sollen. So, im Nachhinein wäre das eine sehr gute Idee gewesen. Wenigstens sterben diese fliegenden Spinnen schon schnell. So. Was lebt auf der anderen Seite noch? Zwei von den Drachen, richtig? Ich glaube schon. Oh, jede Menge Heilkräuter. Was mich wieder darauf bringt, dass wir viel zu selten Heilkräuter, Heiltränke benutzen. Eine Statue, die in die Richtung spuckt. Fällt jetzt auf der Seite dann so ein komischer Knubbel in der Wand. Das könnte der Knopf sein, der nichts macht am Anfang. Wir kommen auf die andere Seite. Da schon mal Dino. Wir kommen auf die andere Seite. Na, müssen wir diesen blauen, roten Kristall hier reindrücken? Ja. Dino. Ja, unser verbesserter Feuerball ist wirklich sehr schön verbessert. Ah. Das ist nicht gut. Wo war mein Quicksave? Nee. Na komm, laufen wir wieder zurück. Wer solche Fehler macht, muss auch dafür bestraft werden. Also, er und sein Publikum. Aber er haut gut rein mit dem Orb. Ich meine, wir waren relativ voll. Gorn war fast voller Lebenspunkte und er ist trotzdem tot. Und wer hat mal wieder überlebt? Der Dieb. Ja, eine Diebesgruppe wäre definitiv eine coole Idee. Oder zumindest die beiden Frontkämpfer als Diebe. Linksrum. Also zwei Diebe in der vordersten Front. Die kriegen dann das Lurker-Set und das Chitin-Set. Und hinten... Ja, das Erdbeben ist toll. Und hinten dann zwei Blitzmagier. Ich glaube, das wäre sogar noch besser als vier Diebe. Weil Diebe machen ja keinen Flächenschaden. Die Blitzmagier allerdings schon, wenn ich mich richtig entsinne. Obwohl, wir haben es noch gar nicht getestet, ne?
Weil wir keine Gegner gefunden haben, die in Blöcken waren. Doch, bei der Kämpferherausforderung, da waren diese grünen Dinger. Aber da war ich zu sehr damit beschäftigt, irgendwelche Knöpfe zu drücken, anstatt darauf zu achten, ob die Flächenschaden bekommen. Hm. Aber ja, zwei Diebe vorne, zwei Luftmagier hinten, das wäre bestimmt eine schicke Kombo. So, jetzt wieder darum. Ich gehe schon wieder einen Umweg. Diesmal schmeißen wir kein Feuerball gegen die Wand. Sondern bringen den Kumpel von dem da eben gerade um. Na? Ah, da bist du ja. So, und ja, hier ist echt so ein komisches Ding. Das heißt, wir gehen wieder zurück, drücken auf den Knopf in der Mitte, von dem wir vorher nicht wussten, was er macht, und warten einfach ab, was passiert. Und dich nehmen wir wieder mit. Denn ich mag Edelsteine. Das war der, der uns einsperrt. Oh. Ah, okay, wir drücken jetzt den. Und drücken dann im richtigen Knopf. Im richtigen Moment den da. Das war zu langsam. Das passt doch nicht. Also, er kommt hier rein. So, mal einen Tick bevor er in der Tür ist, könnten wir die andere aufmachen. Aber das sehen wir ja nicht. Einfach ausprobieren. Zu langsam. Hm. Definitiv zu langsam. Das scheint zu funktionieren. Druckplatte. Quick Save. Feuerball. Und ich habe gerade ein neues Geräusch gehört. Hört er sich ein bisschen metallisch an. Oh oh. Das kann nicht gut sein. Definitiv nicht gut. Sie kriegen keinen Magieschaden. Und sie zaubern. Definitiv nicht gut. Ja, ich trinke erstmal schöne Heiltränke. Oh, die haben einfach nur ein Schutzschild. Das könnte auch sein. Ja, sie haben nur ein Schutzschild. 1000 Erfahrungspunkte. Wow. Okay. Das war das Schutzschild. Immer noch Schutzschild. Schutzschild weg. Dann bist du auch gleich weg. Die sind nicht besonders schnell. Also ja, solange wir noch Platz haben und genug Mana, sind die definitiv machbar. Und wir bringen übrigens gerade die Mönche um, die man überhaupt in den Zeichnungen sieht, und die Statuen hier. Die haben so komische Laternen in der Hand. Hm. Ich höre, glaube ich, Spinnen. Das kann nicht gut enden, oder? Eine Druckplatte und zwei Gesichter, die bestimmt gleich Gift spucken. Also gucken wir erstmal zu Ende. Ich höre noch einen Oger rumstapfen. Keine Schalter bisher. Nö. Nö, nö. Aber komisch, dass wir jetzt auf neue Gegnertypen treffen und die Wände immer noch genauso aussehen. Aber sind sie immer noch in dem Tempel. So, was haben wir denn hier in der Mitte? Nichts. Na gut, Quick Save. Und rein da.
Ja, das war abzusehen. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas reindrücken können. Und was genau soll die Kammer hier bringen? Ja, man kann reingehen und sich Schaden zufügen. Aber das kann nicht der Sinn des Ganzen sein. Vielleicht löst das hier noch irgendwas aus. Lassen wir jetzt einfach mal gedrückt. Schaden wird's hoffentlich nicht. Und wir müssten eigentlich hier drin ungestört schlafen können. Denn alle Türen sind zu, außer der Weg zurück. Und da sind alle Gegner tot. Schauen wir mal. So weit, so gut. Also wir haben jetzt wahrscheinlich die Wahl zwischen einem Oger und irgendwelchen Spinnen. Ich glaube, ich nehme zuerst den Oger. Komisch, dass seine Mana jetzt so lange braucht. Vorher war es doch seine. Und er hat jetzt mehr Mana durch den Orb. Nun, echt alles komisch. So, Feuerball. Ich höre hier weder Oger noch Spinnen, aber wir machen mal einfach hier auf. Okay. So eine Art kleine Vorratskammer. Ein Teleporter? Oh oh. Es sind drei von denen. Drei sind nicht gut. Denn die können uns gleich einkesseln und wir haben ein Problem. Ja. Das war ein böser Knopf. So, nochmal das Ganze. Wir essen einen Steak. Und schmeißen dann einen Dolch. Ja, wir schmeißen einen Dolch darauf. Hier sind wir vorhin rein, richtig? Also nochmal schlafen. Was machen wir gegen drei mächtige Magier, die komische Schutzschilde um sich haben, die recht viel Mana brauchen in Form von Schaden, um die Schilde runter zu prügeln? Wir frieren sie ein. Ist die Frage, ob das Schild den Frostschaden und dadurch auch das Einfrieren auffängt oder nicht. Aber ein Versuch wäre es wert. Obwohl wir nur drei Frostbomben haben. Nehmen wir das. Und du nimmst mal den Dolch, haben wir liegen lassen. Schade. Na gut, dann nimmst du halt mal die Blitzbomben. So, ihr bereitet euren Zauber vor. Du bereitest den Zauber vor. Wir nehmen hier das komische Zeug mit, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. So. Wir können auch einfach einen hier reinlocken. Nee, können wir nicht. Wir können es versuchen, aber wahrscheinlich ist der zweite gleich dahinter und dann... Okay, machen wir einfach mal. Oder wir laufen an ihm vorbei. Und gucken, wo der Teleporter hinführt. Auch eine Taktik. Jetzt haben wir zwar jede Menge von diesen komischen Mönchen hinter uns, aber hier haben wir wenigstens einen blauen Stein. Wo sind wir überhaupt? Na gut. Was willst du haben? Das ist eine Eisentür. Ja, jetzt willkürlich da irgendwas suchen, bringt nichts. Aber wir können die Zeit nutzen und ein paar neue Heiltränke machen. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, ob wir den Speicherstand überhaupt weiterspielen können, denn an den Gegnern einfach so vorbeizulaufen, war vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht hätten wir einen vorher umbringen müssen. Weil wenn wir jetzt zurückgehen, kann es sein, dass wir gleich eingekesselt sind und so quasi jedes Mal wieder sterben. Was echt doof wäre. So, du hast zwei, du hast zwei, du hast zwei, du hast zwei. Hier haben wir eine Eisentür, die wird fett markiert. Den blauen Kristall markieren wir auch mal, der war da. Warum auch immer der direkt im Weg ist. Nichts, wir hören jede Menge fliegende Spinnen. Und dieses metallene Geräusch, das könnten die Mönche sein mit ihrer Laterne. Aber so viel zu meiner Theorie, dass die Mönche die Guten sind in der Story. Und dieses Maschinenwesen was Böses.
Außer die fühlen sich einfach nur so angegriffen, weil wir hier unten vorgedrungen sind, dass sie uns deswegen angreifen. Das ist auch ein komisches Geräusch. Okay, das metallene Geräusch kommt nicht von den Mönchen. Die haben eigenes, ganz komisches. Wir wurden gerade angeslimed. Ja, komisch. So, tot. Ich hoffe mal einfach, dass da nicht noch mehr rausge... Warum geht eine Tür auf? Da ging gerade eine Tür auf. Das ist nicht gut. Holen wir uns mal kurz Mana. Okay. Wow. Oh Mann. Das Ganze für 195 Erfahrungspunkte, das ist echt ein Witz. Für den Herzinfarkt wird er mindestens 1000 bekommen. So, Tür zu. Kurz ein bisschen schlafen. Und ich hoffe mal einfach, dass der... Oh, ein Rettraum, schön. Der zerbrochene Mechanismus kontrolliert das Portal. Ein Portal? Das klingt schon mal gut. Von dort aus können wir entkommen. Ich bin immer noch zu schwach, um mich zu bewegen. Aber ich bin froh, dass du Fortschritte machst. Ich muss meine Kräfte sammeln, sodass wir zusammen gehen können. Also ist es vielleicht doch keine Maschine, außer es ist ein Roboter. Weil so eine Maschine, so eine festgebaute Maschine, kann sich ja schwer bewegen. So, blauer Kristall ist immer noch aus. Das brauchen wir gleich eh nicht mehr. Aber gut, ich mache erstmal einen Cut. Wir sind schon über der Zeit. Nicht Ö. LP 083. Und wir sehen uns gleich wieder.